Herzlich willkommen zur Sondersendung des Stapa-TV und GEPA-TV der Redaktion Parlamentsfernsehen Hessen. Wir senden ab dem Juni 2022 bereits 10 Jahre unser innovatives Parlaments-TV. Das Jubiläum werden wir demnächst mit einer entsprechenden Feier und weiteren Videodokus bekannt geben. Gestartet haben wir im Juni 2012 in Maintal. Ab 2021 streamen wir zusätzlich aus dem Kreistag des Main-Kinzig-Kreises. Und in der zweiten Hälfte 2022 werden 3 weitere Städte und mindestens 1 neue Gemeinde hinzukommen. Und heute begrüßen wir die Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Stadt Dieburg bei uns. In der Zeit unseres Schaffens hat sich sehr viel verändert. Die Livestream-Möglichkeit wurde durch die Markteinführung neuer Technik verändert und somit die Auflösung und Möglichkeit in der Bildgestaltung gesteigert. Übrigens, wir drehen diese Moderation gerade in unserem neuen Studio, das auch die Möglichkeit bietet, Interviewgäste aus unserem Parlaments-TV Hessen Sendegebieten einzuladen. Von Beginn an hat unser Stadtparlamentsfernsehen und Gemeindeparlamentsfernsehen eine Lücke geschlossen und über Themen berichtet, die in den Medien meist zu kurz kommen. Kommunalpolitik erlebbar machen und natürlich Medienkompetenz trifft Politik. Bei uns können junge Menschen bis zu 27 Jahren vor und hinter der Kamera mitwirken. Zum Beispiel redaktionelle Themen mitgestalten oder den Livestream an Kamera, Ton und Bildregie umsetzen. Hier ein Aufruf unserer Junior-Redaktion. Wir sind die ersten Kinder und Jugendlichen, die das erste Stadtparlamentsfernsehen gemacht haben. Wichtig dabei war, dass wir die Wähler erst nach der Wahl befragt haben, damit wir sie nicht in irgendeiner Weise beeinflussen. Lärm ist meist kaum auszuhalten. Besonders belästigt fühlen wir uns von Straßenlärm. Nun hat sich die FPD über den Zustand der Lärmschutzwand an der A66 ihre Gedanken gemacht. Ein angedachtes neues Stadtbuskonzept ist für Maintal zu teuer. Hallo und ein herzliches Willkommen beim 4. Stapa-TV-Magazin aus Maintal. Ein wunderschönes Hallo vom Stapa-TV aus Maintal. Es stehen 9 Wohnungen mit jeweils 77 Quadratmetern Wohnfläche zur Verfügung. Im Maintal gab es eine Neuheit. Statt einer Bürgerversammlung gab es ein Bürgerfest. Das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Viel Spaß bei unserem Video. Hallo, ich bin Helene vom Stadtparlamentefernsehen und wir befinden uns heute auf dem Bürgerfest in Hochstadt. Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben Helferinnen und Helfer, die sehr viel Zeit investieren. Im neuen Hauptausschuss für Finanzen und Stadtentwicklung wurde ein Experte eingeladen. Er referierte zum Thema Wohnungsmarktanalyse in Maintal. Heute sehen Sie eine Zusammenfassung der Ereignisse aus der letzten Stadtverordnetenversammlung in Maintal. Schön, dass Sie dabei waren. Politik kann auch anders und vor allen Dingen interessant sein. Für junge Menschen zwischen 6 und 27 Jahren haben wir ein besonderes Angebot. Schaut vorbei oder macht einfach bei uns mit. Bei Interesse meldest du dich einfach bei der Redaktion. In diesem Zusammenhang arbeiten wir mit Schulen und Jugendeinrichtungen zusammen und starten dort Workshops oder Projekte. Themenvorschläge kommen von Seiten der Fraktionen aus Stadt oder Gemeinde, aus der Bevölkerung, von Bürgermeister oder Bürgermeisterin und aus der Verwaltung und Presseabteilung. Unser Angebot an Sie ist: Themenvorschläge können Sie gerne an redaktion@stadtparlamentsfernsehen.de schicken. In jedem Jahr haben wir Sondersendungen im Programm. Das sind Themen, die wir in einem Live-Video-Talk oder mit einer Langzeitbeobachtung per Video begleiten. Beispielthemen sind die Bürgerversammlungen oder Neujahrsempfänge, Städtepartnerschaften, Bürgermeisterwahlen oder Videodokus zu interessanten Vereinen. Die Themenvielfalt für Livestreams geht über die Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretersitzungen hinaus. Auch ausgewählte Sitzungen der Ausschüsse werden aus Dieburg gestreamt. Überregionale Themen, so wie sie in der Tagesschau oder im Nachrichtensender NTV vorkommen, spielen bei uns keine zentrale Rolle. Wir kümmern uns um regionale Videoberichte und Livestreams aus Ihrer Stadt oder Gemeinde. Die Themen aus dem Ehrenamt Politik spielen für uns die Hauptrolle, weil diese Themen besonders wichtig sind. Ausnahmen bildeten in der Vergangenheit zum Beispiel das Thema Ukraine oder das Thema Anschlag in Hanau. Unsere Sendungen sind in einer Mediathek abrufbar. So stellen wir uns Transparenz für die Arbeit und Themenvielfalt in der ehrenamtlichen Politik in Hessen vor.
werden Sie ein Teil davon und treten mit uns in Kontakt. Wir bieten die Möglichkeit der Mitgestaltung an. Zum Abschluss unserer heutigen Sondersendung wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unseren kommenden Projekten. Bleiben Sie gesund und bis bald aus dem wunderschönen Dieburg. Am 23. Mai wurde die Verkündung des Grundgesetzes 70 Jahre alt. In einer zweiteiligen Veranstaltung widmete sich die Albert-Einstein-Schule in Maintal diesem Thema unter dem Motto Demokratie stärken. Im Hinblick auf die kommende Europawahl gewinnt dieses Thema an Bedeutung. Im ersten Teil der Veranstaltung am 10. Mai fanden sich ehrenamtliche Politiker für eine Podiumsdiskussion ein. Die Leitfrage war, was bedeutet die EU für die kommunale Ebene? Heute haben wir ja bereits die zweite Veranstaltung zum Thema Demokratie stärken. Heute haben wir die Juniorwahlen hier an der Schule, die auch die Europawahlen vorbereiten. Und dazu begehen wir heute den Tag des Grundgesetzes, den Tag der Grundrechte an der AES. Da das Verständnis nach aktuellen Studien für Demokratie erschreckend gering ist und einfache politische Grundlagen falsch interpretiert werden, ist es wichtig, hier etwas zu unternehmen. Durch diese Veranstaltungen sollen die Schülerinnen und Schüler für Demokratie sensibilisiert, bestenfalls begeistert werden. Da momentan ein Desinteresse jüngerer Menschen an politischen Themen und Hintergründen zu beobachten ist, scheint eine Sensibilisierung umso dringlicher. Ich glaube, das größte Problem am Desinteresse von Jugendlichen für die Politik liegt daran, dass ganz oft Dinge angesprochen werden, die einen entweder als Jugendlichen selbst gar nicht betreffen, mit denen man selbst gar nicht übereinstimmt, also die Meinung vertritt man dann einfach nicht. Um das Thema von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, gibt es außer den thematischen Unterrichtsstunden zum Thema Grundrechte und Grundgesetz unter anderem eine Ausstellung des Q4 e.V. Religionkurs über Religionsfreiheit in verschiedenen Ländern. Zum Jubiläum des Grundgesetzes war uns wichtig, in unserem Rallye-Kurs uns mit der Frage der Religionsfreiheit zu beschäftigen. Und die Schülerinnen und Schüler haben gefragt, wie das eigentlich in anderen Teilen dieser Welt aussieht, in den verschiedensten Ländern, um zu fragen, Kirche und Christsein eben weltweit, welche Herausforderungen sind da? Als Höhepunkt des Tages finden zudem drei Tage vor der Europawahl in der Schule Juniorwahlen statt. Die Juniorwahlen dienen als Vorbereitung auf wirkliche Wahlen und die Schüler lernen so die Bedeutung einer Entscheidung kennen. Diese Veranstaltung wählen und auch üben zu wählen zeigt, dass das Wahlrecht zwar ein freiwilliges Recht ist, ein freiheitliches Recht, was auch in der Geschichte hart erkämpft wurde. Und wir wollen halt das, was sozusagen allgemeines Kulturgut ist, auch demokratisches Kulturgut, natürlich in unserer Schule Implement wissen. Die Jugend von heute wird die Politik von morgen gestalten. Das Europäische Parlament ist einer der wichtigsten Entscheidungsträger in der EU, welche Einfluss auf die nationale Gesetzgebung hat. Deshalb ist es wichtig, Jugendliche über diese Verantwortung aufzuklären. Also die Veranstaltung heute und auch die am 10. Mai, das sind Dinge, die erinnern einen einfach nochmal daran, dass es gewisse Themen gibt, mit denen man sich einfach beschäftigen sollte, für das Allgemeinwissen und weil man sich eben halt auch selbst zu seiner eigenen Mündigkeit verhelfen sollte. Nächstes Jahr werde ich mich noch mehr informieren und weiterhin die Wahl verfolgen. Die Dringlichkeit solcher Veranstaltungen, insbesondere für jüngere Menschen, sollte klar sein. Die Albert-Einstein-Schule kann jedoch auf eine erfolgreiche Durchführung schauen und hat ihr Möglichstes getan, um die Schülerinnen und Schüler für das Thema Demokratie zu sensibilisieren. Im Hinblick auf die Europawahl lässt sich nur noch abwarten, wie das Ergebnis aussehen wird. %50 unserer Gemarkungsfläche ist nun mal ein Wald. Von den rund 900 Hektar gehören der Gemeinde so rund 170. Und damit beschäftigen wir uns schon sehr, sehr lange und wollen hier vor allen Dingen die Naherholung
natürlich fördern, dass jeder den Wald auch bewusster wahrnimmt und natürlich auch versuchen, den Wald zukunftsfähig aufzubauen. Und darum geht es, einfach klimabedingten Veränderungen anzunehmen als Herausforderung und dann den Wald entsprechend auch versuchen umzubauen. Ein schöner und gesunder Wald sollte auf jeden Fall sauber sein. Es sollten nicht so viele Umweltgeräusche wie von Autos oder von Flugzeugen in dem Wald vorkommen, damit es einfach entspannt ist. Und viele Bänke auch, damit man mal kurz eine Pause machen kann und die Natur genießen kann. Seit jeher, und es hat eigentlich auch so ein Stück weit Tradition, ist das Thema Wald in großer Einigkeit immer bearbeitet worden mit Hessenforst, die uns die ganze Zeit auch betreut haben. Die Sitzungen waren immer sehr lange, jeder hat seine Fragen gestellt, aber die Beschlüsse, zum Beispiel auch den Wald 5 Jahre aus der Nutzung zu nehmen, jetzt diesen Weg zu gehen, mit einem Gutachten hier von Norbert Peter, unseren Forstwirtschaftsplan auch wieder ökologisch entsprechend auszurichten, war über alle Parteigrenzen weg oder ist er getragen und wird auch entsprechend umgesetzt werden. Es geht im Prinzip darum, den stattfindenden Klimawandel ein bisschen abzupuffern, indem man im Prinzip bei Neuanpflanzungen Baumarten wählt, die trockenheitsresistenter sind, die mit diesen Klimaänderungen besser umgehen können. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, auch die im Gemeindewald Rodenbach umzusetzen. Eben mit Baumarten, die von vornherein trockenheitsresistent gegenüber höheren Temperaturen und sich reduzierenden Niederschlag eben dann darstellen. Das sind Möglichkeiten, die wir umsetzen im Gemeindewald Rodenbach. Gleichermaßen wird darauf geachtet und das seit vielen Jahren. Da ist die Gemeinde Rodenbach tatsächlich auch ein Vorreiter in hessischen Kommunen, dass man diese Schlüsselrequisiten, die für den Waldnaturschutz wichtig und notwendig sind, dass man die erweitert. Und da gehört zum Beispiel auch Totholz dazu, in den Waldbeständen einfach dickes Holz stehen lassen, liegen lassen, die für verschiedene Insekten und verschiedene Pilz- und auch Tierarten enorm von Bedeutung sind. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es ein richtiger Schritt in die Richtung ist, weil jeder Schritt, egal wie klein oder groß dieser Schritt ist, ist schon mal ein Schritt. Ich sehe das genauso, denn man erhält dann auch die verschiedenen Pflanzenarten im Wald und auch die verschiedenen Tiere. Wir wollen verschiedene Bäume entlang des Barbarossa-Weges oder Alzenauer Weges entlang pflanzen, mit entsprechenden Schildern auch, dass man erklärt, welcher Baum das ist, welche Eigenschaften er hat und das Ganze dann entsprechend beobachten, um dann herauszufinden, vielleicht welcher Baum ist hier auf dem Standort. Jeder Standort ist anders, wir haben mal ein bisschen mehr Sand, mal ein bisschen weniger Sand, mal ein bisschen feuchter, ein bisschen trockener, natürlich entsprechend auch wachsen kann. Da wollen wir eine entsprechende Teststrecke aufbauen. Im Prinzip werden sich Waldbilder ändern, auf jeden Fall. Und wenn man zum Beispiel den Laubholzanteil erhöht, was man in der Gemeinde Rodenbach umsetzen möchte in den nächsten Jahren, dann werden sich die Waldbilder auf jeden Fall schon ändern. Man wird im Prinzip mehr Laubbäume haben und das wird auf jeden Fall erkennbar sein in den Waldspaziergängen. Das ist jetzt hier die eingehauste Waldrandgestaltung. Ja, wir haben hier eine Waldinnenrandgestaltung gemacht, um letztendlich so ein bisschen eine Ökologie an die Waldinnenrinde zu kriegen. Es ist ja so, dass die Waldinnenrinde eigentlich immer so die Hotspots-Bereiche sind zwischen dem Hauptwaldbestand und der Freifläche. Da ist die höchste Biodiversität. Und was wir hier gemacht haben, wir haben so Bäume erster und zweiter Artordnung eingebracht. Da ist Wildobst dabei, da sind Blütenbäume dabei, um letztendlich auch so zum Beispiel so die Wildbienen ein bisschen anzulocken. Und wenn es ja mal so in 2-3 Jahren groß gewachsen ist. Ich hatte es auf der Bestellliste gesehen. Dann haben wir hier einen ganz prächtigen Waldsaum, der auch in der Farbgebung, zum Beispiel im Herbstlaub, dann sich wunderschön dann darstellen wird. Das Waldwegenetz zum Beispiel lädt ein, durch den Gemeindewald Rodenbach mal zu erkunden. Das ist ein ganz tolles Waldwegenetz. Man kann hier joggen, man kann Fahrrad fahren, man kann im Prinzip auch mit kranken Fahrstühlen prima durch den Wald fahren. Und dann werden sich Waldbilder ergeben, die ganz ästhetische Momente dann haben.
Ich als Jugendliche finde eigentlich, dass der Wald sehr, ein sehr entspannter Ort ist. Dennoch, um einfach Zeit mit meinen Freundinnen, zum Beispiel in den Sommerferien zu verbringen, wäre sowas wie Schutzhütten ein gutes Beispiel zum Bauen, damit man einfach picknicken kann oder sowas und einfach ein Dach über dem Kopf hat im Wald. Genau, was auch noch helfen würde, wären, wenn man die Wege im Wald ein bisschen mehr ausschildern könnte, damit man einfach, wenn man mal einen kleinen Spaziergang machen möchte, weiß, wo man lang gehen muss, damit es nicht so lang wird oder damit man sich nicht verläuft. Ich fände vielleicht auch noch mehr Mülleimer zwischen den, also auf den Wegen besser, weil oft landet so dann der Müll auf den Wegen und es wäre einfach besser, würde es mehr Mülleimer auch zwischendurch geben. Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, wir sind hier an der Kläranlage in Schöneck, die auf der Gemarkung in Rendl steht, das heißt auf den Gemarkungen der Stadt Kaben. Und in den letzten Jahren haben wir sehr viel Geld eben für die Innovation dieser Kläranlage und die Neugestaltung in die Hand genommen. Wir sind derzeit dabei, es werden gerade Spundwände hier gebohrt und es ist natürlich auch mit einem gewissen Problem verbunden. Man hat es ja immer bei uns gehört im Ort, dass es sehr laut war durch die Bohrungen. Und wir sind jetzt dabei, einen Schritt weiter zu gehen, hatten heute auch eine Baubesprechung, an der ich auch teilgenommen habe. Und leider sind wir im Bauzeitenplan etwas zurück. Aber was mir wichtig ist, da wir die Kläranlage gemeinsam Schöneck mit uns betreibt, wir sind zu etwa einem Viertel daran beteiligt, ist es für uns wesentlich günstiger, als wenn Niederdorf Welchen eine eigene Kläranlage schaffen würde. Und ich bin den Schönecker dafür dankbar. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut in den vergangenen Jahren, dass wir es gemeinsam hinbekommen. Wir mussten für die Kläranlage europaweit ausschreiben und jetzt kam hier eine italienische Firma zum Zug. Es ist oftmals auch sehr schwierig mit der Sprache und so weiter und so fort und dadurch gibt es natürlich auch das eine oder andere Problem. Aber wir hoffen, dass wir diese Probleme in den Griff kriegen und den Bauzeitenplan werden wir sicherlich nicht mehr einholen, aber wir sind dabei, das Bestmöglichste erstmal für unsere Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. In Kooperation mit Conny Rück, der Bürgermeisterin von Schöneck, möchte ich mich bei allen Mitarbeitern und Mitarbeitern auch von der Kläranlage hier mal bedanken, denn sie leisten hervorragende Arbeit für uns. Man kann sich gar nicht vorstellen, wenn die Kläranlage nicht funktionieren würde, welche Probleme wir hätten. Und dafür erstmal an alle Danke, die sich daran beteiligen, zum Wohle für uns alle. Vielen Dank. Ja, wir betreiben hier zurzeit die Erweiterung der gemeinsamen Gruppenkläranlage der Gemeinden Schöneck und Niederdorf-Helden. Das Ganze wurde erforderlich, weil eben die Anlage nach 35 Jahren Betriebszeit an ihre Grenzen gestoßen ist. Sowohl was die Kapazität als auch die technische Ausstattung der Fall oder den Fall betrifft. Wir haben dann gemeinsam in Abstimmung mit dem RP Darmstadt als zuständige obere Wasserbehörde abgestimmt, dass es eine Planung gibt, die fachlich von der TU Darmstadt begleitet wurde, da wir keinen reinen Lehrbuchausbau hier betreiben, sondern wir müssen uns aufgrund der Platzverhältnisse auf innovative Erweiterungsmaßnahmen im Prinzip konzentrieren. Wir haben Gott sei Dank auch nach einer EU-Ausschreibung einen sehr fähigen Planer dafür gefunden. Ja, und jetzt nach etwa 2 Jahren Planungszeit sind wir eben mit dem Bau Mitte dieses Jahres gestartet. Zurzeit läuft der Spezialtiefbau. Wir haben 2 Baugruben. Die eine wird etwa 18 Meter tief ausgehoben. Dort sind Spundbohlen über 20 Meter tief ins Erdreich eingebracht worden, was sicherlich auch zu Beeinträchtigungen der Nachbarkommunen Niederdorf-Helden geführt hat. Das haben wir gehört. Es ließ sich aber leider Gottes nicht vermeiden. Jetzt ist das größte Loch ausgehoben und wir hoffen, dass in Zukunft es zu wenig oder kaum Beeinträchtigungen für die Nachbarkommunen kommen wird. Ja, vielleicht noch was zu den Baukosten. Wir kalkulieren etwa 12,5 Millionen Euro Gesamtkosten für diese Erweiterungsmaßnahme und hoffen,
wenn alles gut läuft, dass wir Ende nächsten Jahres alles fertiggestellt haben, sodass die Anlage dann im Jahr 2023 in den Normalbetrieb übergehen kann. Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich die Anlage über die 35 Jahre Betriebszeit immer wieder in bestimmten Bereichen auch optimiert haben, Anlagentechnik erneuert, ergänzt haben. Aber das hat letzten Endes, insbesondere was die Kapazität betrifft, dann irgendwann auch mal seine Grenzen erreicht. Und so ist es in etwa von der Investitionssumme her so, dass wir ca. 2 Millionen Euro aufwenden, um bestehende Technik auf den neuesten Stand zu bringen. Also etwa 10,5 Millionen Euro sind tatsächlich für erweiterungsbauliche Maßnahmen und 2 Millionen Euro investieren wir in den Austausch und die Optimierung vorhandener Technik wie Pumpen, Steuerungssysteme und dergleichen. Ja, das ist sicher eine besondere Herausforderung für uns alle in der Verwaltung, auch sag ich mal für unsere Entscheider. Das ist letzten Endes, ich mache das jetzt ja auch schon ein paar Jahre in der Funktion, die größte Investition unserer Kommune in den letzten 30 Jahren im Prinzip. Und die findet eigentlich im Verborgenen statt. So richtig kriegt es keiner mit. Ne? Wir befinden uns hier in der Gemarkung Rendel der Stadt Kaben. Die Anlage ist für die Gemeinden Schödeck und Niederdörfelden. Das ist auch so eine kleine Besonderheit. Aber ich sage mal, uns als Leute vom Bau macht es natürlich grundsätzlich immer Spaß, irgendwas ja, auch Neues zu schaffen und weiterzuentwickeln. Aber es ist in der Tat so, dass es schon auch fachlich und zeitlich eine Herausforderung darstellt, keine Frage. Ja, also an der Stelle passt, denke ich, eins noch gut dazu. Wir haben hier fünf hervorragend motivierte Arbeiter auf der Kläranlage, die den Betrieb hier gewährleisten und die überwiegend auch im Verborgenen arbeiten und ich sag mal, betreiben und halten die wichtigste Infrastruktureinrichtung einer Kommune in Schuss. Die müssen an der Stelle mal gelobt werden, weil sie wirklich einen super Job machen. Und natürlich jetzt in dieser Umbauphase, das ist ja hier, wenn man so will, wie so eine Operation im offenen Herzen, noch mal ganz besonders gefordert sind. Wir haben dann teilweise Anlagenteile, die außer Betrieb genommen werden müssen. Dann müssen andere Anlagenteile bestimmte Funktionen mit übernehmen. Wir werden ständig überwacht vom RP Darmstadt, dass Abwassereinleitewerte eingehalten werden. All das gilt es im Prinzip zu beachten. Und bisher läuft das wirklich hervorragend. An der Stelle an die Kollegen auch nochmal meinen herzlichen Dank. Also wir haben hier mehrere Baustellen. Zwischenspeicher ist unsere erste Baustelle. Dann entsteht da in der Mitte Richtung Belebung entsteht ein großer Sequencing-Batch-Reaktor, auch für die biologische Reinigung zuständig. Weil der ganze Hintergrund an der Sache ist, wir sind zurzeit angegeben als eine 20.000er Anlage, Einwohner-Gleichwerte-Anlage. Und wir müssen uns vergrößern auf mindestens 30.000. Das heißt, die Anforderungen werden auch immer höher. Der Zuwachs wird immer höher. Das heißt, wir müssen umbauen und müssen auch entsprechende Maßnahmen treffen. Das heißt, da kommt ein Sequencing-Batch-Reaktor für diese biologische Reinigung, ein sogenanntes Vorklärbecken bekommen wir da noch, zählt noch zur mechanischen Reinigung. Von mechanischer Reinigung spricht man, wenn ich nichts Biologisches machen muss, nichts Chemisches zugeben muss, dann sinkt er auch einfach dann Schlamm nach unten an absetzbaren Stoffen raus und wird dann in unseren sogenannten neue Faulbehälter zugeführt. Der wird auch gebaut, der entsteht hier etwas hier hinter unserer Schlammhalle, entsteht noch ein Faulbehälter und da wird der Schlamm neu dazugegeben, wird vermischt mit eingedickten Überschussschlamm und wird dem Faulbett zur Faulung zugegeben. Und es hat einen ganz großen Vorteil, dieser Schlamm geht besser entwässern wie reine Überschussschlamm. Und das hat dann einen ganz großen Vorteil, wir bekommen tatsächlich dann weniger Volumen am Endeffekt raus, weil darauf läuft es hinaus, Kosteneinsparungen bei der Schlammbehandlung. Mist.
Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst in Maintal, Bischofsheim. Absitzen und mit dem Fahrzeug antreten. Beobachtung, folgende Lage. Feuer im ersten Obergeschoss. Eine Person vermisst. Wasserannahmestelle nächstgelegener Hydrant. Angriffstrupp zur Menschenrettung. Ins erste OG mit ersten Rohr über den Treppenraum vor. Angriffsflug zur Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr vor.